Hallihallo Freunde und herzlich willkommen. Mein Name ist CajunLP. Wir spielen SAMP mit mir. Meine ich natürlich Benny und das natürlich auch mich. Du verkackst es jedes Mal. Hallo zusammen. Moin. Ja, und wir haben euch ja versprochen, im letzten Part, wir werden einen epischen Gangfight starten, nachdem die Bank leer war, nachdem die anderen Gang da irgendwie zu wenig online waren. Ja, und Benny hat sich wieder ein episches Ziel ausgesucht und da fahren wir jetzt mal hin. Und wir starten, es geht auch schon los. Und zwar werden wir das in der, wir werden das in der Nähe der Russenbase veranstalten. Gerade voll weggebackt, der Typ. Da ist das Gebiet der Grove Gang. Yeah. Und dieses Gebiet werden wir jetzt in Cajuns Worten episch einnehmen. Richtig, ich find's eigentlich ein bisschen schade. Oh fuck, was sind das für Gleisen? Ich find's eigentlich ein bisschen schade, dass die Gangkusas nicht mehr auf dem Server sind. Die Gangkusas? Gangkusas. Von mir aus auch Gangkusas. Ja, ich finde es echt ein bisschen schade. Ich würde euch empfehlen, kommt auf den Server, gründet die Gang Gay Kusas und kämpft gegen uns, ihr Flaschen. Das ist aber echt ein Scheiß hier mit den Gleisen. Das ist so kacke, Alter. Ich will hier nur am rumhoppeln. Ja, wartet mal kurz, wartet mal, ich glaube, ich habe mich verfahren. Das war doch, früher war das doch nicht so hier. Die haben die. Ah, nee, doch, oder? Nein, es ist richtig, wie ich gefahren bin. Also weiter geradeaus. Bist du immer noch auf den Gleisen? Ja, ich bin vor dir. Ja, ich weiß. Ja, wo bist du denn? Ich bin gleich bei dem Tunnel da. Bei welchem Tunnel? Ja, bei dem da. Ich sehe ihn. Ich bin hinter euch, ja. Du bist doch gerade im Tunnel. Ah, ja, genau, okay. Meine Güte. Ich mach mal wieder Angst mit seinen Fahrkünsten, sonst kommt gleich wieder ein. Oh nein! Nein, alles easy hier. Denk dran, rechts von dir ist Wasser. Ich kann Auto fahren. Oh mein Gott. So, jetzt irgendwie nur noch über diese Brücke hier. Über diese epische also Brücke. Alle wollten gerade irgendwie links abbiegen und du guckst da weiter geradeaus über diese Scheißbrücke. Wegen dir verrecke ich noch hier. Unglaublich. Oh. Das ist ja noch eine Brücke. Oh Gott. Ich sag ja, ESP an dem Auto ist nicht vorhanden. Ich bremse schon mal. So, ich hab die Kurve gekriegt. Wunderbar, wunderbar. Okay, hier sind wir jetzt an der Russenbase. Oh Gott, ey, ich fühle mich wie ein Kaninchen vorm Jäger hier. Ich bin hier nur am rumhoppeln, unglaublich. So, was sind wir in der Russenbase? Ja, in der Nähe, wir sind jetzt gleich am Ganggebiet hier. Ja, warte mal, fahr mal ein bisschen langsamer. Bist du hier rausgefahren hier? Wir sind hier rausgefahren, ja. An diesem Zaun. Yes. Dann bist du jetzt irgendwo auf der Autobahn? Ah, ich sehe dich. Richtig, genau, Autobahn. Und dann immer mir hinterher. Ja, ich bin hinter dir. Oh, fuck. Nicht schon wieder. So. Wir brauchen irgendwie kürzere Wege. Warum fahren wir auch immer so kacke weit weg? Okay, ich mache jetzt Folgendes. Also derjenige, der sich bereit? Wie sagt man denn dazu? Sich weiß ja nicht, geboren, was sich geboren dazu fühlt, dem Cajun das Autofahren in SAMP beizubringen. Der schreibt bitte Benny an. Er schreibt uns in die Kommentare und unter allen Kommentaren, die meisten Daumen hoch haben, wer die Begründung hat, warum er dazu geeignet ist, Cajuns Fahrlehrer zu sein, dem schenken wir ein Spiel. Was für eins entscheiden wir kurzfristig, der kriegt ein Spiel. Richtig. Das ist ja unglaublich, der Kerl muss Auto fahren lernen. So, wo ist denn jetzt hier unser Obermacker? Am besten kriegt ihr ein Autorennspiel, würde ich sogar sagen. Ja doch, darüber können wir reden. So, wir sind jetzt hier im... Was ist denn nun schon wieder? Ich kreise. Hilfe! Lass uns hier mal in Las Vegas jetzt hier den Gangfight starten, wo auch immer unser Leader ist. Ja, der fragt gerade, wo wir sind. Wo seid ihr? Ja, im Gangfight-Gebiet. Starte den Fight. Wo ist denn der? Der Forgi. Schreib mal beim Casino. Jetzt kommt gleich welches von den 10 Casinos. Da ist er doch. So. Von mir aus können wir starten. Ja, ich mach den also für alle, das jetzt mal hier die Leute Bescheid wissen, dieser Gangfight funktioniert wie folgt. Wir werden jetzt einen Befehl eingeben, oder besser gesagt einer von uns, und dann wird dieses Gangfight-Gebiet hier anfangen zu blinken links unten auf der Karte. Und wenn es denn blinken sollte, oh, es war auch umkämpft, das geht auch nicht. Also wir fahren jetzt direkt zum nächsten Gangfight. Ja, genau, ist es aber auch egal, ich erkläre es euch trotzdem weiter. Ein wenn Event dann dieses ist gestartet. Lass uns zum Event fahren. Was ist denn das für ein Event? Keine Ahnung, lass einfach hindüsen. Wo ist denn das Event? Ja, auf der Karte, Mann. Ja, ich guck gerade wo. Das ist ja ausgeblendet wahrscheinlich. Ah, jetzt, wir müssen ungefähr immer geradeaus fahren. Ja, wir müssen auf die Autobahn. Oh mein Gott. Hier, Froschi fährt vor. Ich fahre dir einfach mal ganz... Das ist nicht mein Auto, ich habe kein Nitro. Es ist wieder weg. Warum ist es weg?
Das epische Event ist weg. Jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, wo ihr seid. Fresse. Ich weiß nur, dass ich im Cajun seine Karre hab. Kacke, du hast mein Nitro. Ich war hier mit deiner Schrottlaube rum hier. Der hast ja auch schon schön vergewaltigt hier, das Drecksding. So, das Event ist wieder da. Los dann würde ich sagen, treffen wir uns dann beim Event. Ja, und der Nitro kann das sich einfach nur noch um Stunden handeln. Das ist ja auch kein Problem. Zumal aber wir machen folgendes. Ich dann wahrscheinlich bald wieder zu Fuß laufen muss. Leute, wir machen folgendes. Wir werden jetzt einen kurzen Break hier reinmachen. Nein, wir sind doch gleich da. Weißt du, wie lang das ist? Ach, guck mal hier, die haben voll die Abkürzung hier über den Hügel und so. Über den Hügel, ja auch. Hier, yeah. Ach, guck mal, hier, ich bin in Nevada. Wie heißt denn das? Nevada, glaube ich. Nivea. Wow, hier ist ein Zaun. Wer hat den denn da hingebaut? Bin gerade an dem Werbeschild Play Hard vorbeigefahren. Yeah. Startet um 19.50 Uhr, na, da haben wir ja noch genug Zeit. Ja, aber das wäre dann schon zu lang, da haben wir ja schon wieder eine Stunde lang aufgenommen. Ist doch super. Meine unglaublich. Güte. Was auf einem Flugzeug stehen, wer zuletzt runterfällt, verliert. Ja, lass uns auf jeden Fall hinfahren und dann machen wir einen Break, bis es losgeht. Das können wir tun. So, ich bin jetzt... Oh nein, fast so wäre das... Kann man hier rüber cruisen? Ich guck einfach... Ach ja, guck mal, da sieht doch ganz... Wie gemalt hier die Landschaft, oh. Und offensichtlich gibt es doch eine Wüste. Oh! Oh mein Was Gott. Was ist denn nun schon wieder passiert? Spielen wir etwas Slender? Ich bin gerade auf so einer Wasserbrücke hier. Und hab gerade wieder hier diese Leitplanke gerammt. Da hatte ich wieder ein bisschen Angst bekommen gerade. Oh also mein Slender, Gott. Da erinnere ich mich noch dran. Ganz böse Erinnerungen sogar. Ja, da hat der Benny mich immer erschreckt, das Schwein. Aber es scheint richtig zu sein. Hier sind tausende Autos, die da gerade hindüsen. Okay. Auf der Bahngleise allerdings. Sind die gerade runtergefahren? Ganz ehrlich, der Vorsteher bekommt jetzt eine interne Gang-Up-Mahnung für katastrophales Autofahren. Ehrlich, kann der nicht Autofahren? Das ist ja unglaublich, der rammt mich die ganze Zeit weg. Warum das denn? Forscht. Meine Güte, warum? Du kannst ja mal in den Chat schreiben, warum du dich Forscht genannt hast. Bist du vielleicht... Oh Gott. Bist du vielleicht Hobbygynäkologe? Heute oder, bei Forscht. Oder doch eher auf der Urologenseite. Forscht der neue Löwenzahn. Forscht der alte Lude. Der Lude, der Löwenzahn. Ja, der Löwenlude. Also ich bin hier. Ich hab hier noch nie. Was denn? Was lachst du denn da wieder so? Forscht diese Assoziationen immer. Ja. Oh Gott, herrlich. Ja. Unglaublich. Okay, Leute, wir sind dann da. Ja, warte, ich bin noch nicht da. Jetzt warte doch mal kurz hier. Aber ist schon mal gut, ich bin gerade am Blitzer vorbeigefahren. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht geblitzt worden. 112 Dollar, verdammte Scheiße. Komm, wenn einer sagen, wir haben diesen Schein ein Wasser. Bist du tot? Nein. Schade. Wie ich auf diesen scheiß Flughafen hier komme. Das sieht ja aus wie ein Flughafen hier. Oh mein Gott. Kann man hier durch Zäune fahren? Nee. Oh, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Was denn? Bist du tot? Nein, ich bin jetzt auch an so einem riesen großes Schiff. Nee, hier ist ein riesengroßes Schiff, da bin ich. Ja, da musst du hochklettern. Ja, ich such's gerade. Also ich bin da. Weiter. Yeah. Ja, ich auch. Ey, wisst ihr, pass auf, geht mal bitte alle am Flughafen, wenn ihr am Event seid, zu diesem Wasser, an den Abgrund und guckt, welcher Psychopath gleich die Leiter hochgeklettert kommt. Ich weiß ja nicht wo, hier bei diesem epischen Schiff oder was? Ja, bei diesem epischen Schiff müsst ihr gleich mal gucken, wer wie Superman aus dem epischen Wasser kommt. Ja, ich gucke. Ist das direkt neben diesem Punkt? Ja, aber wie komme ich denn hier aus dem Wasser auf die Leiter hoch? Ja, Leiter kann man in SRMP nicht benutzen, Benny. Jetzt taucht dieser Scheiß auch. Echt nicht? Nee, ich sehe dich gar nicht. Wo bist du denn? Das ist Scheiß. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ah, da hinten. Du machst mich fertig. So, Leute, wir sehen uns gleich, wenn es weitergeht. Hier bis bei gleich. SIP. Mein Name ist Benny. Mit dabei, Cajun LP. Ciao.